So, willkommen zurück zu The Battle of Olympus. Und jetzt kommt einer meiner absoluten Lieblingsgegner im Spiel. Lieblingsgegner in großen Anführungsstrichen, denn wir treffen auf den Cerberus. Yay! Und da freue ich mich doch riesig drauf. Aber ich hasse ihn. Komm her. Das ist alles nur eine Timing-Geschichte eigentlich, aber ich bin. Na, komm. Ah! Das Problem ist, Kacke, dass die Köpfe wieder nachwachsen nach einer Zeit. Oh nein! Nach einer Zeit wieder nachwachsen. Seht ihr, jetzt hat er wieder zwei Köpfe. Alter, ich bin so blöd. Na komm. Nein! Ach, leck mich fett. Komm her. Na komm. Mein Gott, nee. Dieser Gegner, ne? Komm, du Arschvieh. Ah, ich bin echt Sprungtiming-Legastheniker. Mann. Du Wichshund. Alter. Was? Du warst doch. Was? Eine Frage, er war doch tot. Wie zum Geier? Das verstehe ich jetzt nicht, dass der Kopf in dem Moment des Todes wieder nachgewachsen oder was? Was ein Bullshit. Na komm, zweiter Versuch. So, mein Gott, geht doch. Aber der ganze Nektar ist dabei draufgegangen. Das ist natürlich doof. Und jetzt kommen Stellen, die etwas eklig sind. Warte mal, ich komme da nicht hoch, ne? Ne. Verdammt. Ich muss die Fledermaus da weg haben. Na komm. Ja, ist okay. Kann ich mitleben. So, hier geht's rein. Das ist eine Nymphe, okay. Ich bin Aphrodites Diener. Das ist der Eintritt, der Eingang zum Tartarus. Der Tempel von Hades ist gleich da vorne. Ich versuche dir zu helfen, indem ich deine Kraft regeneriere. Bitte sei vorsichtig. Na toll. Und achtet mal so ein bisschen auf die Musik. Also ich finde die hier richtig bescheiden, sag ich mal. Moment, ich halte mal die Klappe. Also die ist nicht wirklich dolle, oder? Hoppala. Okay, warte mal, dich kann ich doch mit Sicherheit. Aha. Ich glaube, hier ist ein Speicherpunkt, ne? Nee, doch nicht. Warte mal. Aber ich muss. Nee, ich muss hier rein. Das ist. Ja. Ah. Okay, gut. Boah. Ich mich doch leicht erschrocken. Okay, runter. Hier ist ein Speicherpunkt. Ja. Lass mir dir die Worte der Götter erzählen. Woher auch immer sie die Worte der Götter kennt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall kann ich jetzt hier wieder anfangen und brauche den dämlichen Cerberus nicht nochmal zu machen. Hallo, ich will. Oh Gott. So, runter. So. Warum auch immer das jetzt hier so ein bisschen aussieht wie. In einer, ja, weiß nicht, so ägyptische Pyramidengedöns, so irgendwie erinnert mich, Kacke, die Farbe daran. Wow, der Sprung. Da ist doch noch ein Geist, oder? War klar. Verstehe ich. Ich wollte das Verständnis für. Drecksding. Ich hab dich getroffen, du. Alter. Nein, nein, nein.
Oh! Jetzt nicht sterben, bitte. Noch so ein Scheißgeist. Unten oder oben? Boah, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, unten. Ach, leckt mich. Fett! Rein hier. Okay. Nun, Norma, du bist so weit gekommen. Du kannst nicht zum Tempel von Hades, ohne durch die Höhle zu gehen. Ich gebe dir etwas Nektar. Versuch nicht, den Glauben zu verlieren. Okay, ich habe Nektar. Moment, wenn ich da jetzt nochmal reingehe gleich. Probieren wir das doch mal aus. Gibt's mir nochmal Nektar? Ja, cool. Okay. So, aber... Boah, was war das denn für ein... Das ist eine Sackgasse. Sterb. Oh Mann. Wenn ich mich mal in die richtige Richtung drehen würde, wäre auch schon cool. Also doch nach oben. Oh, ich hasse diese Geister, ey. Okay. Ja, hier muss ich lang. Ach, dieser Adler. Hier rein. Und dann, genau, hier oben lang. Fledermaus wird... Ah, okay. Weiter. Alter, diese Geister. Mann, die regen einen so auf. Da hängt natürlich auch wieder so eine scheiß Flugratte. Na, ah, ja, das war dämlich von mir. Ihr merkt vielleicht, dass ich etwas weniger kommentiere als sonst. Aber der Tartarus ist echt zum Kotzen. Okay, jetzt sind wir hier. Ich glaube, hier ist auch nochmal eine Nymphe drin. Ah, Norma, ich habe auf dich gewartet. Die Olle wurde zu Stein verwandelt von Hades. Wie auch immer, du kannst sie zurückverwandeln. Es ist nur ein bisschen weiter. Und sie füllt mir das Leben auch wieder auf, das ist sehr schön. Also, das ist fair vom Spiel. Das ist wirklich fair. Und ich weiß wieder nicht links oder rechts, ich gehe mal nach links. Das war richtig. Du Punze! So, ein großer kommt hier noch. Ach, leck. Ja. Leck mich. So. Ich glaube, wenn ich jetzt sterbe, fange ich immer wieder hier an. Deswegen ist das ganz, ganz okay. Und die Musik hier, hört euch die auch mal an. Das ist einfach nervig, oder? Also ich finde es extrem nervig. So, hier treffen wir auf eine alte Bekannte wieder. Lamia, die olle Punze. Aber im Vergleich, oder im Gegensatz zu unserem letzten Treffen, haben wir ja jetzt auch unseren schönen Fernkampf... Alter. Angriff. So. Boah, die Musik nervt echt. Ach ja, ja klar, Gargoyles gibt's hier auch wieder an jeder Ecke. Alter. Nein! Die Schlangen machen einen Sauschaden. Das kommt mir zumindest so vor, ich weiß es nicht. So, jetzt links lang. Weiter links. Und der, die Olle hier, wird mir, glaube ich, nochmal Nektar verkaufen. 30 Oliven habe ich nicht. I don't think you can beat Hades. Ha, du wirst Hades nicht besiegen können. Schauen wir mal, wenn ich überhaupt da hinkomme. Ah, die Schlangen, ey. Nein! Okay. Jetzt hier hoch. Und Gargoyle nimmt mich von hinten. So. Ich liebe diese Stellen im Spiel. Hier rüber.
So, sterb. Den Nektar will ich mir eigentlich bis zum Hadeskampf aufbewahren, deswegen muss ich ein bisschen aufpassen. Okay. Warte mal, das ist falsch. Das ist, glaube ich, falsch. Oder? Mal hier lang gehen. Boah, ich weiß es gerade nicht. Ja, das ist richtig. Und jetzt kommt der Sprung auf Doom gleich. Also wenn ich den beim ersten Mal schaffe, dann fresse ich ein Wesen. Weil man hier gerne mal an die Kante springt und dann einfach nach unten fällt. Seht ihr? So. Drücken wir mal Continue. Ja gut, wir fangen aber hier wieder an, deswegen... Es ist okay. Also der Sprung ist nervig. Genauso wie diese Drecksschlangen. Ah ja, schießen in die falsche Richtung. Cool. Mhm. Finde ich lustig. Geiles Spiel. Alter, könntest du bitte mal sterben? Dankeschön. Ich glaube, alles, was ich bis jetzt nicht gestorben bin in dem Spiel, hole ich hier nach. Also die ganzen Tode. Diesen Gargoyle kann man... Was war das denn jetzt gerade? Den Gargoyle kann man auch besser machen. Na, oh, ich dachte, ich würde... Was war das denn für ein Geräusch? Ich dachte, ich wäre zu kurz gesprungen. Ja, da kommt auch noch so eine Dreckschlange. Ach, dieser Gargoyle, ey. Wie ich mich jetzt bei jedem Gegner hier so ein bisschen aufregt. Ja, der Gargoyle, die Schlangen. Was weiß ich, die Fledermäuse, alles. Warte mal, kann ich das nicht von hier? Ne, schade. Na gut. Aber auf jeden Fall kann ich mich noch an den Weg erinnern und das ist schon mal viel wert. So, komm her. Hab ich jetzt gesagt, hier lang, ne? Genau. Schlangen töten. Dann wieder hier hoch. Ah, den habe ich fast vergessen. Nein. Komm, gut. Und den Sprung jetzt vielleicht bitte schaffen. Warte mal, ich probiere es mal in einem Rutsch. Ja, sehr geil. Boah, weil der Sprung ist ein echter Abfuck. Genau wie hier die Schlange, die da überhaupt nicht beschissen steht. Warte mal, kann ich die da runterlocken? Ja, gut. Und jetzt, oh Gott, nur noch die Treppe runter. Und wir sind gleich da. Wir sind gleich bei Hades, Leute. So, das war recht gut. Da ist unsere Freundin, die Olle, die zu Stein geworden ist. Und wir sind tatsächlich da. Ich rüste mich mit dem Mondkristall aus. Mache aber hier mal eine kurze Aufnahmepause, Leute. Ich bin sofort wieder da. Ja, bis gleich. So, Entschuldigung für die kleine Pause, aber ihr werdet die ja kaum gemerkt haben. Jetzt geht's los. Wir haben den Mondkristall, wir haben vor allen Dingen noch den vollen Nektar. Endgegnerzeit, Baby. So, wie wir sehen, sehen wir nichts, wenn wir jetzt den Mondkristall benutzen. Erscheint der Mond und wir können Hades Schatten sehen. Das ist eine geile Idee, den Kampf so zu machen. Nein. Nein, nein, nein. Oh Gott, was habe ich jetzt gedrückt? Ah. Nein! Fick die Waldfee! Scheiße! Alter, leck mich! Ja, jetzt... Kannst du die Scheiße vergessen, weil der Nektar auch weg ist und... Ah, ficken, ey. Komm her, du Bastard. Ich probiere jetzt mal die Zelda-Taktik hier. Jetzt geht er wieder raus. Dieser kleine, verschissene Bastard.
Wow. Entschuldigung, dass ich noch ein wenig rumgeflucht habe gerade, aber das... Boah, das war doch scheiße knapp. Ich habe nicht mehr dran geglaubt, wenn ich ehrlich bin. Wow. Vor allen Dingen, weil er 10-mal durch die Tür wieder rausgerannt ist, der dämliche Spaten. Aber egal, Hades ist tot. Die Dunkelheit ist weg. Ich bin erleichtert. Und wir können die Olle zurückverwandeln. Oh Norma, du hast Hades besiegt. Du hast unzählige Hindernisse überlebt. Nur für mich. Und ich möchte meine Dankbarkeit ausdrücken. Dass ich in der Lage bin, dich wiederzusehen, ist wie ein Traum, der wahr wird. Lass uns zurückkehren in die friedvolle Stadt oder das friedvolle Dorf von Elise. Elise, genau. Und jetzt kommen die Credits. Boah! Ich habe echt nicht mehr dran geglaubt, dass das im ersten Versuch klappt. Weil... Deswegen war ich jetzt auch so angepisst, weil der Nektar weg war. Und wenn ich jetzt gestorben wäre, wäre der Nektar ja immer noch weg. Also ich hätte keinen neuen holen können. Deswegen... Doch, hätte ich schon. Ich hätte Oliven farmen müssen irgendwo hier im Tartarus. Und das ist für ein Po, gelinde gesagt. Aber naja. Die Sonne geht auf. Unsere beiden... stehen da und starren einen Tempel an, warum auch immer. Oder sie gucken sich die Credits an, ich weiß es nicht. Das war auf jeden Fall The Battle of Olympus. Ja, ein wirklich schönes Spiel. Teilweise ein bisschen mit ein paar schwierigeren Stellen, sag ich mal. Und Kaysa war der Mann, der für die Musik hier verantwortlich ist. Richtig gut gemacht, Sir. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei dem LP. Mir hat Spaß gemacht, auch wenn es jetzt gegen Ende oder in diesem Part halt... Das war Angespanntheit. Das war kein Frust, das war Angespanntheit. Der eine Part, wo ich so ein bisschen angepisst war in Kreta, wie gesagt, die End. Dafür entschuldige ich mich, aber da war ich halt müde. Da war ich kaputt. Ja. Ich glaube, die Credits wiederholen sich jetzt nur noch. Deswegen werde ich die Part hier auch gleich beenden. Und ich kann das Spiel nur jedem empfehlen. Jeder, der es nicht kennt, sollte es ganz ruhig gerne mal ausprobieren. Es macht Spaß. So. Wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns dann in einem anderen LP wieder. Und bis dahin, ciao, ciao und ja, bye, bye.